Hi Leute, diesmal habe ich ein Sanyo Kassette Tape Recorder. Also es ist kein Radio, es ist ein Tape Recorder, also nur ein Kassettenlaufwerk. Dann, die Riemen wieder von letztens. Irgendwo hatte ich noch ein schwarzes Riementeil, jetzt habe ich mir die Hände gewaschen, weil das kriegt man echt fast noch schlechter von den Händen runter, als jetzt altes Motoröl oder so. Aber ich möchte mir den Kassettenrekorder jetzt mal anschauen. Ich hoffe, der hat nicht so ein Riemenproblem. Den kann man hier aufmachen. Okay. Dann hier Laufwerk. Dann mal Play. Oh, was sehe ich da? Schau mal da rein. Und was sehe ich? Oh, ich glaube, da hat sich das Band rumgewickelt. Die Androck-Rolle hier, die ist ja voller Band. Mal gucken, ob ich das... Hier, die ist ja voller altes Tonband. Da hat sich ja voll altes Tonband darum gewickelt. Gut, das Tonband muss ja schon mal raus. Und ich merke schon, so bekomme ich das kaum raus. Ich muss den zerlegen, weil ich kriege das hier nur einigermaßen rausgefetzt. Aber ich glaube, da bleibt ein Stück drin. Also muss ich das Radio aufschrauben. Von der Seite haben wir sehr schöne Anschlüsse. Einmal Remote, irgendeine Fernbedienung, dann Mikrofon, dann ein Radio, eine DIN-Buchse für Radio, dann ein TSP, ich denke mal das Lautsprecher, und hier Lautsprecher ein-aus. Ich glaube, da kann man den internen Lautsprecher ein- und ausschalten. Und hier steht was Interessantes. Portable Cassette Tape Recorder. MR410E, 6 Transistors, hat ja nur 6 Transistoren, das wäre ja geil. 110 bis 220 Volt, 50 Hertz, 10 Watt. Ja. Und das Set Factory Adjust for 220 Volt AC, 50, 60 Hertz. Printed in Japan. Okay. Dann stecke ich den mal ein und drücke Play. Was höre ich? Lautstärke. Okay. Der Motor läuft. Das hier dreht sich bei Play. Ich halte es mal an. Und es bleibt stehen. Da haben wir schon das Problem. Das wird nicht angetrieben. Nicht wirklich. Mal wieder weiterlaufen lassen. Der wickelt die Kassette dann nicht auf und damit tritt sich das Band da oben rein. Das ist nicht gut. Hat der irgendeinen Abschalter? Nee, der läuft wohl ewig so weiter. Aber mit dem Verstärker scheint auch was nicht zu stimmen. Da haben wir die Batterieanzeige. Die wackelt. Die Tonhöheneinstellung. Elektronisch stimmt was nicht und mechanisch stimmt was nicht. Das hier sieht fast so aus, wie wenn schon jemand mal versucht hätte, den irgendwie aufzumachen und es vielleicht nicht geschafft hat. Mal gucken, wie man den aufbekommt. Ah, doch, so geht der auf. Einfach hier hoch und dann kann das da weg. Da hängen noch die Kabel von der Batterie dran. Okay. So, das Laufwerk da ausbauen wird schwierig, das ist hier komplett reingeschraubt. Da haben wir Sicherungen noch. Das sind, mal schauen, 0,5 Ampere, 0,5 Ampere, 2 Ampere und nochmal 2 Ampere. 2 Ampere Sicherungen, 2 0,5 Ampere Sicherungen. Sind aber scheinbar alle vier noch ganz. Okay, also daran liegt es nicht, wobei das einen mechanischen Fehler hat. Dann hier meine Platine. 6 Transistor steht drauf, der könnte echt nur 6 Transistoren haben.
müsste ich das Ganze mal zerlegen. Aber der Riemen hier, ich glaube, der ist noch heil. Sieht zumindest so aus. Der ist noch nicht zerflossen, zum Glück. So, jetzt war die Schwierigkeit, mit dieser Schnalle zu bekommen, erstmal. Und zwar, ich musste hier 4 Schrauben, die rot sind, rausschrauben. Eine war hier, eine war hier, eine war hier und noch eine. Wo war die denn wieder? Die war auch irgendwo drunter. Und noch eine normale Schraube auf der anderen Seite. Also auf der Seite, die ist im Kassettenfach versteckt gewesen. Und zwar genau hier, da wo das Loch ist. Da war noch eine Schraube, wo das Ganze zusammengeschraubt ist. So, jetzt kann ich das Ganze wohl rausnehmen. Okay, ich kann es rausnehmen, aber die Lautsprecherdrähte hängen noch dran. Die Lautsprecherdrähte muss ich ablöten, damit ich das Ganze richtig rausnehmen kann. Also mal Lötkolben anheizen, Lautsprecherdrähte ablöten. Unten weiß, oben gelb. Okay. Hier kann man dann das ganze Ausmaß mal sehen da. Wie es das Band da reingewirbelt hat. Hier. Und das muss raus. Stopp. Mal schauen, dass ich das Band, das es da reingedreht hat, dass ich das da irgendwie rauskriege. Ups, teilweise ja. Ach, da hat es ganz schön viel Band reingewickelt. Echt erstaunlich, wie viel Band das werden kann. Das dreht sich schon so gut wie gar nicht mehr. Oh oh. Schön viel, das geht ja kaum raus. Okay, und ich sehe schon, das Rädchen ist auch schon ziemlich brüchig. Und da, wenn man es anschaut, hier schon ziemlich brüchig, da sehr porös, sehr brüchig. Glaube, das schaut nicht so gut aus. Hier ist es brüchig. Sehr brüchig, wie es aussieht. Okay, eigentlich bräuchten die andere Rolle neu. Dann der Tonkopf, der schaut bei dem aber besser aus, noch nicht so verschlissen, ein bisschen. Das ist der Löschkopf, glaube ich. Müsste der Löschkopf sein. Genau, das ist der Löschkopf. Und hier der Aufnahmewiedergabekopf. Ein klein wenig verschlissen ist der. Aber es geht eigentlich. Dann hier haben wir eine Gummirolle. Ich vermute, der Gummi wird auch schon brüchig. Ähnlich wie die Andruckrolle. Und die Gummiteile, die sind echt ein Problem, weil ich nicht weiß, wo ich die neu bekommen werde. Und hier kann man schon mal erkennen und sehen, das Ding hat 3 Riemen. Einmal hier, wo der Motor die große Scheibe antreibt, einen Riemen, wo die große Scheibe den kleinen antreibt, und einen dritten Riemen. Und ich merke, der zweite Riemen hier, der dreht durch einfach. Das heißt, ich darf die Riemen doch wechseln, die haben nachgegeben. Ich muss die Riemen wechseln und mal schauen, ob ich dafür passende Gummis habe. Ich sollte mir doch echt mal in eBay einen passenden Satz kaufen von den Riemchen. Dann hätte ich es leichter, gleich die passenden einzubauen. Dann die Platine. Da fällt mir auf, es ist echt wohl ein rein transistorisiertes Gerät, aber die Alkos hier, die Alkode hier ist oben schon dick geworden, die hat sich gewölbt. Also einige Alkos müsste man tauschen. Die Alkos sind noch gut. Ja. Transistoren, das sind hier die da. Und hier ist ein Transistor. Also genau gesagt, hier ist ein Transistor. Also es ist ein rein transistorisiertes Gerät und hier mit dem großen Schalter wird zwischen Aufnahme und Wiedergabe umgeschaltet. Aber echt viele, dann Trafo, noch ein Trafo und bis scheint hat das Hochfrequenzvormagnetisierung.
Das sehe ich an dieser Spule. Das ist wohl der Löschoszillator. Also scheint es ein besseres Gerät zu sein. Okay. Das heißt, für mich aber erstmal, die Scheibe muss raus, damit ich an die unteren Riemen rankomme. Das heißt, ich darf die zwei Schrauben aufmachen und das da ausbauen. Und der Riemen hier, besser auch wechseln. Besser alle Riemen mal wechseln. So, ich habe das mal runtergenommen und gemerkt, da ist Schmierfett drauf hier. Hier ist Schmierfett drauf. Das könnte ich abwischen dann. Jetzt tue ich erstmal den Riemen runter, wo der Motor die Scheibe antreibt. Dann müsste ich das da raus tun können, obwohl da unten sind zwei Riemen noch dran, da unten. Wie hänge ich die dann wieder ein? Muss ich da alles zerlegen? Da kommt man nur ganz schlecht dran. Da kommt man echt nur ganz schlecht dran. Hier sind zwei Riemen drauf. Eine Scheibe und noch eine. Und die müssen gewechselt werden, weil die durchrutschen. Oder bekommt man den Riemen da rum? Ich glaube, schlecht. So, ich habe den Schwungrad mal rausgenommen. Jetzt sieht man die beiden Riemen und die Riemenführungen. Der erste geht zu unterst, hier rüber, da durch und dahin und der zweite darum. Und jetzt musste ich das da locker schrauben. Ich muss die neuen Riemen nämlich da unten drunter da irgendwie drüber bekommen und den dann so rein. Und es wird ein ganz schönes Reingefummel. Gucke ich mal, wie ich das schaffe, ob ich das schaffe und wie. So, nachdem ich jetzt die Gummis drin habe, habe ich mal eine Kassette eingelegt, auf Play gedrückt. Und jetzt stecke ich mal den Strom kurz an. Achtung, das sollte man nicht machen. Nicht nachmachen, weil es gefährlich sein kann. Ich darf hier nichts anfassen. Nur mal Strom an. Und das ist ein 1 Kilohertz Ton da drauf. Man hört, der schwankt etwas, aber der spielt die Kassette an. Ab. Der spielt die ab. Sehr gut. Und er wickelt auch auf, was auch sehr gut ist. Reines Transistorquellen stecke ich aber wieder aus, weil ich habe die beiden Endstufentransistoren hier. Oh, die werden warm. Die werden warm, ist die Lautsprecherendstufe, die beiden. Die habe ich noch nicht da drauf geschraubt zum Kühlen. Dann werde ich die mal zum Kühlen da drauf schrauben und die Platine wieder anschrauben. Eigentlich sollte ich Akkus noch wechseln, aber ich glaube, die werden langsam sogar wieder. Obwohl die Akku leicht dick ist. Ich überlege, ob ich nicht den doch tausche. Müsste ich ein paar Akkus tauschen. Sind schon ein paar. Ja, das ist ein neuerer Akku. Aber die hier sind oft verdächtig, dass die kaputt gehen können. Dann würde ich sagen, schraube ich das mal zusammen und schau mal. So, da habe ich den Einstufentransistor wieder angestaubt und den Temperaturfühler da wieder dann geklemmt. Die Schraube fest. Da hat er die Abschirmung wieder angestaubt. Jetzt das die wieder falten und dann das Ganze wieder ins Gehäuse reinstauben. So, okay. Okay, und die Schraube da ist auch wieder drin. Dann kann ich jetzt das ganze Gerät mal anstecken und mal ausprobieren. Wie es scheint, funktioniert es. Der Motor ist ein bisschen laut, aber die Tonhöhe die Kassette immerhin auf. Okay. Bessere Riemen, dann dürfte das Leiern auch weg sein. Dann schauen wir mal auf Spektrum und die Bankgeschwindigkeit scheint zu stimmen. 990 Hertz. Ist ein 1 Kilohertz Ton. Also ist okay.
2 kHz haben wir da was. Aber hier der Peak bei 990 Hertz. Wenn ich die Tonhöhe ändere. Die Bandgeschwindigkeit stimmt.